In diesem Video geht es darum, wie man einen Kochtopf selber bastelt. Als erstes sollte man die Materialien auswählen. Du kannst verschiedene Materialien verwenden, wie zum Beispiel Edelstahl, Kupfer, Aluminium oder Ton. Je nachdem, welches Material dir zur Verfügung steht und für welchen Zweck du den Kochtopf verwenden möchtest, kannst du das gerne entsprechende Material wählen. Als zweites sollte man die Form geben. Um die Form des Kochtopfs zu erhalten, benötigst du ein geeignetes Werkzeug. Wenn du Materialien arbeitest, kannst du zum Beispiel einen Hammer oder eine Metallform verwenden, um das Material in die gewünschte Form zu bringen. Bei Ton könntest du die Töpferscheibe oder deine Hände verwenden, um den Kochtopf zu formen. Danach verstärkst du den Boden und die Seitenwand. Um sicherzustellen, dass der Kochtopf stabil ist und die Wärme gleichmäßig verteilt wird, kannst du den Boden und die Seitenwand des Kochtopfs verstärken. Dafür könntest du zusätzliches Material hinzufügen oder das vorhandene Material dicker machen. Als vierter Schritt musst du anbringen die Griffe und den Henkel. Damit du den Kochtopf sicher handhaben kannst, solltest du die Griffe und Henkel anbringen. Diese könnten demselben Material wie der Kunststoff bestehen oder aus hitzebeständigen Materialien wie Kochtopf oder Kunststoff. Als letzten Schritt musst du die Oberfläche bearbeiten. Nachdem du die grundlegende Form des Kochtopfs erstellt hast, kannst du die Oberfläche in deinen Wünschen bearbeiten. Das könnte Polieren, Schleifen, Lackieren beinhalten, um den Kochtopf ästhetisch ansprechend zu machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.